So, und damit herzlich willkommen zu unserem Gameplay des Oktoberfest-Managers. Mit mir, dem Niklas und dem Ansgar. So, dann wollen wir mal ein neues Spiel beginnen. Geben wir unseren Namen ein. Wie soll denn unser Oktoberfest... wird heißen. Was ist denn... Horst ist typisch und jetzt nehmen wir noch was Modernes dazu. Horst Gaia. Alles klar. Horst Gaia. So. Ich würde sagen, wir nehmen den Linken. Oh Gott. Pass auf, hier steht noch was dazu. Dem ehemaligen Hühnerzüchter kommt sein profundes Wissen über das Federvieh sehr gelegen. Sein Verhandlungsgeschick sichert ihm einen Rabatt auf alle Händel. Ja, okay, dann nehmen wir das doch, oder? Oder was? Schauen wir uns nochmal die anderen an. Der bodenständige Urbayer punktet durch seine gute persönliche Kontakte zu allen Brauereien. Er erhält daher einen kräftigen Preisnachlass beim Einkauf des Gerstensaftes. Okay, den werden wir nicht nehmen, würde ich sagen. Er ist ein echter Aufreißer, meine Damen und Herren. Und bekannt und beliebt. Die Bedingungen sind daher mehr als gerne bereit, zu reduziertem Satz zu arbeiten. Ja, also, ich würde sagen, wir nehmen den Linken, ja, oder? Ja, ich bin auch dafür. Okay, nehmen wir den Linken. Starten wir und dann geht's auch schon los. Werden Sie zum König der Wiesen, arbeiten Sie sich zum Wirt des größten Zeltes hoch und ersteigern Sie die zentrale Fassanstrich-Zeremonie. Das ist bescheuert, ey. Oh Gott. Bevor die eigentliche Wiesensaison losgeht, gibt es viel zu tun. In der Aufbauphase müssen Sie Zelt, Bier und Händel kaufen, Personal einstellen etc. etc. Die günstigste Ausstattung kostet rund 22.000 Euro. Achten Sie im Hinblick auf die nächste Saison also gut auf Ihren Gewinn. Gewinn. Navigieren Sie mit der Windrose unten rechts über den Platz. Klicken Sie mit der Maus, blablabla. WASD können wir uns auch bewegen. Tasten Q und E können wir Blickrichtung. Alles klar, wunderbar. So. So, reinigt sich sogar. Alles klar, wunderbar. Ich glaube, wir müssen jetzt einkaufen. Ja, genau, dann gehen wir mal einkaufen. Wollen wir erstmal Putzkräfte holen? Erstmal die... Hier können Sie Reinigungskräfte einstellen, denn nur ein sauberes Zelt ist ein Aber Zelt. Aber wir brauchen doch erstmal Gebäude, oder? Lass uns erstmal die Gebäude kaufen. Okay, dann... Wo sind... Hier, Zelt kaufen. Zelt kaufen, ja. Was ist ein Wirt ohne Zelt? Hier können Sie Ihr Zelt kaufen. So, eine Imbissbude haben wir schon mal, ne? So ein einfaches. Dann gibt es das kleine Zelt, mittelgroßes Zelt. Das können wir uns nicht mehr leisten, guck mal, wir müssen okay, uns okay, hier so gehen viel. Die Preise in die Höhe. Ich würde sagen, wir nehmen kleines Zelt. Imbissbude ist, also kleines Zelt, Einrichtung entweder Standard oder bürgerlich. Bürgerlich, kommen die 1000 Euro leisten wir uns, oder? Ja, würde ich auch sagen, bürgerliches Zelt, so muss das. Bin Horst Gaia. Glückwunsch, Sie haben soeben Ihr erstes Zelt gekauft. Nun brauchen Sie noch einen geeigneten Stellplatz dafür. Zentrale Stellplätze bei attraktiven Fahrgeschäften sind etwas teurer, während Plätze am Rand günstiger zu haben sind. Sehen Sie sich also in Ruhe auf dem Platz um. Sobald Sie einen geeigneten Platz gefunden haben, klicken Sie ihn mit der Maus an. Sie können natürlich nur Plätze auswählen, die zu Ihrem Zelttyp passen. Haben wir den Zelttyp hier? Dann würde ich sagen, nehmen wir das auch direkt. So, jetzt haben wir nicht. Jetzt müssen wir erstmal navigieren. Ach nee, das... Guck hier, mal hier. Für 4.000 Euro können wir hier oder für 3.000 Euro hier. Nehmen wir den 3.000, oder? Ja, würde ich sagen, nehmen wir den hier. Eine gute Wahl. Möchten Sie den Platz für 3.000 Euro mieten? Ja. Alles klar, den Platz nehmen wir. Alter, der Horst Gaia. Ach, jetzt kommen da ja auf einmal so andere. Jawohl, jetzt ploppt das hier alles auf. Wollen wir mal Toiletten kaufen? Das ist ja auch Toiletten wichtig. Werden total überbewertet. Oder wollen wir erstmal Bier kaufen? Nee, komm, erstmal Toiletten. Na gut, erstmal Toiletten. Obwohl ohne Bier keine Toiletten, ne? Stimmt. Naja, komm. Hier können Sie verschiedene Toiletten mieten. Budget-Toilette. Nicht schön, aber sie funktioniert. Und nicht vergessen, keine Telefonzelle. Das ist ganz wichtig. Genau, keine Telefonzelle. Dann gibt's die Standard-Toilette. Mhm. Oder aber die Toilette für Komfort. Miete 0 Euro, das ist ja günstig. Na pass auf, hier. Achso, 1600. Ich würde sagen, wir nehmen eine Budget-Toilette. Hier für 800. Ja, dann nehmen wir gleich 5 oder so, 2, 3.
Ja. Ja, drei Stück müssten eigentlich reichen. Ja, immer drei. So. So, jetzt müssen wir Essen kaufen. Essen und trinken. Beziehungsweise Bier. Genau. Heute schließen die Lieber. Pinkelsteiner Wiesen. Günstiges Wiesenbier. Dünn, aber kräftig mit flottem Abgang. Ich weiß nicht. Dann haben wir Plörrenberger Märzen. Durchaus trinkbar, Preis-Leistungssieger, betont malzig. Oder aber Schaulappner Bräu. Premium-Bier, sehr beliebtes, süffiges Bier mit den typischen Eigenschaften bayerischer Märzenbiere. Ja, nehmen wir das, oder? Was kosten die anderen? Wir müssen mal 1,40 pro Liter, 1,60, das Tiger. Ja. Gönnen Sie Ihren Gästen etwas Besonderes, dieses Meisterstück. 1,60 pro Liter. Pinkelsteiner Wiesen. Nee, das sieht auch so eklig aus, ne? Also Plörrenberger Märzen, da wäre ja ich persönlich ja für, das wäre ja okay, Favorit. Nehmen wir das. Sagen wir 1000 Liter am Tag? Nee, ist zu wenig, oder? 2000 Liter am Tag. Oh, guck mal, und jetzt haben wir nämlich schon fast unser ganzes Geld verspielt. Jetzt müssen wir Hähnchen kaufen. Händel. Billig Importhändel? Nee, Import ist nicht so unser Ding. Standardhändel. Standardhändel. 500 pro Tag? Ja. Würde ich sagen. Ja. Wir haben auch nicht mehr so viel Geld. Dann Bedienung. Die Bedienung. Das ist wichtig. Kategorie Budget. Ja, wir nehmen Budget, mehr können wir uns nicht mehr leisten. Dann jung und manchmal ein wenig orientierungslos. Man muss ihr schon mal auf die Sprünge helfen. Ja, das schaffen wir, komm. Wie viele Mitarbeiter? Ich würde sagen so. Gesamt, oh, zwei, drei. Drei, komm, drei. Nehmen wir drei Mitarbeiter. Es sind auch drei Toiletten da. Budget-Dirndl, das reicht. Das muss reichen. So, Security. Ist auch wichtig, nehmen wir aber nur einen, würde ich sagen. Ja, auch Budget. Und das Küchenpersonal. Küchenpersonal. Händel müssen gegrillt und Bier gezapft werden. Dafür benötigen sie Thekenpersonal. Nehmen wir Budget. Techniker. Zapfanlage defekt. Nehmen wir auch einen, glaube ich, ne? Ein Budgettechniker, das muss reichen. Und jetzt die Putzkräfte. Ja, brauchen wir 10, 20, 30. Nehmen wir mal zwei Putzkräfte. Mir tun die ja schon ein bisschen leid. Also jetzt in Bezug auf die Hände. Ja, das stimmt. Die Arme. Da fehlen die Arme. Jakob Richter ist jetzt bei uns nebenan eingezogen. Komm, verzieh dich, du Dummer. Ja. Junger Mann. Boah, ich würde sagen, wir haben alles. Aber Events? Zur Eventbörse. In Eventbörsen können Sie verschiedene Events ersteigen, um mehr Gäste in Ihr Zelt zu locken. Promi-Besuche und Wettbewerbe sind echte Publikumsmagnete und locken viele Besucher in Ihr Zelt. Je eher Sie bieten, desto günstiger sind die Preise. Ja, okay, dann schaffen wir doch Versand, mal 1800 oder... Versandstich, Hans Leiser, Michael Wendler. Also ich würde sagen, über 2000 gehen wir nicht. Also der Karl Mike oder die Klatschkos. Nehmen wir die Klatschkos. Bieten wir. Ja, Kammenberg. Kammenberg. Kati Tatzenberger. Olaf Titan. Gunter Lauch. Also ich würde sagen, wir nehmen die Klatschkos. Ja. Bieten wir. Was? Jetzt müssen wir auch noch mehr bieten. Nee. Ach Quatsch. Wir sind jetzt. Ach, jetzt hast du zu viel geboten. Bis wir überboten werden, dann bekommen wir aber bestimmt eine Message. So, Start, würde ich sagen, oder? Okay. Ja, wir wollen starten. Hier können Sie Ihre ersteigerten Events auf die Wiesentage verteilen und eine Reihenfolge festlegen. Sollen wir die Musik mal ein bisschen leiser machen? Schieben Sie die Events einfach auf der rechten Seite auf den Plan links, beschäftigen Sie mit Schließen. So, die Klatschkos, ich würde sagen, die sind immer da, oder? Oder wollen wir die irgendwie aufsehen? Ja, Tag 3, 4. Alles klar, hier kommen die Klatschkos. Okay. In der Musikbörse ersteigern Sie jeden Morgen die Band, die am Abend in Ihrem Zelt auftreten wird. Bands, die besonders beliebt sind, somit viele Besucher anlocken und die Stimmung verbessern, sind teurer als andere. Nehmen wir eine ganz günstige. Die singenden Pizzabäcker, die sind schon die Spaßloter Katzen, die Rima Rocker. Irgendwas, was 1000 kostet, also ist nicht zu viel für Musik. Hier. Ja. Onazwa Gulavs. Ich hab erst Omas gewesen. Das werden die Publikumsmagneten sein. Bayerische Festzeltmusik, so wie man sie erwartet. Ja, Humtertast, das hört sich doch. Die buchen wir. Ach, so. Jetzt ist ja Sebastian Lang hier noch eingezogen. Lieber Johann. Nicht zu fassen, neben dem Horst Geier hier.
So, jetzt gehen wir ins Zelt, genau, und wir sehen, bei uns ist volles Haus. Nicht? Hier steuern Sie Ihr Personal und reagieren auf Zwischenfälle. Jawohl, es geht los. Let the show begin. So, jetzt bin ich mal gespannt, wann das erste Bier erwünscht ist. Weil ich habe schon in der Vorschau gesehen, manchmal droppen die hier oder da erscheint dann hier so eine Blase über dem Kopf, was die wollen. Was haben wir denn da eigentlich für Optionen? Also wir können einmal ins Zelt, da sind wir gerade, ja. Außenansicht und zum Büro. Hier können wir, glaube ich, Zeltmanagement. Ah, ja. Guck mal, da sind schon die ersten Bier. Ja, wirst du wohl Bier zapfen? Was, wir müssen das jetzt alles... Ja, wir haben nur Budgetarbeitskräfte gemietet, die müssen jetzt dementsprechend angetrieben werden. Ach du Scheiße! Aber guck mal, die arbeiten wenigstens schon mal freiwillig. Ach nee, das geht. Können wir mal die Musik bitte leiser machen? Das nervt mich jetzt hier ein bisschen. Ach doch, an den Boxen. Ach so, ja klar, kann. Können wir auch machen. Oh. So. Einen angenehmen, dezenten Sound im Hintergrund. Oh, die müssen mal angetrieben werden da mit den Hähnchen. Schnell. Ja, die Hähnchen. Wir haben leider keinen... Jetzt mach mal... doch. Hier, brat mal ein paar Hähnchen. Du Bratmarie. Das Problem ist jetzt, die zapft doch kein Bier mehr. Wir hätten, glaube ich, 2 Bedienungen einstellen müssen. Aber wir haben doch 3, also... Wir haben ja, die laufen aber nur rum, aber wir haben für die Theke nur eine Personalie. Achso, konnten wir für die Theke auch auswählen? Ich glaube schon. Ja, dann geh doch nochmal, wir haben doch noch ein bisschen Geld. Geh doch mal ins Büro. Zeltmanagement Personal. Okay, ich würde sagen, wir adden hier nochmal für die Küche einen Mitarbeiter dazu. Ach so, das war die Küche. Ja, okay. Dann nehmen wir einen für das Zapfen, genau, das ist gut. Und noch einen Mitarbeiter, weil man weiß nie. Ja, man weiß nie. Ja, okay. So, jetzt haben wir eine am Hähnchenstand. Nee, die säuft hier noch. Aber der andere macht auch. Ja, okay. Ja, jetzt nimm dir das Bier und. Dumme Arbeitskraft. Du Faule. Wofür bezahlen wir euch? Scheiße, wir haben ja kaum noch Händel. Boah, die sind ja weggegangen wie keine Ahnung was. Ja, und du kannst mal hier schön zum Tisch laufen. Ja, mein genau. Gott, der muss ja echt Antrieb geben. Ach, guck mal, statt den direkten Weg zu nehmen, geht's einfach mal unten da. Die Zapfanlage ist ausgefallen. Jetzt Scheiße, müssen wir den Techniker müssen wir jetzt hier zur Zapfanlage schicken. Ist das lustig. Das ist ja toll hier. So, haben wir die Zapfanlage denn jetzt wieder repariert? Ja, die ist wieder in Ordnung, die funktioniert. Ja, jetzt soll der mal bitte da hingehen. Scheiß faules... Die da! Hier, die... Ja, die muss weg, die muss dahin. Die wollen da... Oh, guck mal hier. Eine Schlägerei in ihrem Zelt. Jetzt müssen wir den Security-Mann losschicken. Mist! Der muss jetzt hier mal für Ordnung sorgen. Womit schlägt er sich, ist die Frage. Mit sich selbst. Wir können übrigens auch mal ranzoomen. Die tun mir leid, die haben Hände ohne die Verbindung zum Körper. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir hier noch? Keine Bedürftigen mehr, keine Nachfrage. Ah doch, hier Nachfrage nach Bier, da läufst du mal hin. Wir müssen Händel nachordern, geh mal ins Büro gleich. Oh, 60 Händel haben wir nur noch. Scheiße, ey. So, Einkauf. Oh, Marketing, kann man auch was machen? Plörrenberger Merzen, sagen wir. Nochmal 500 Händel dazu. Ja. Boah, bin ich froh, wenn der Tag erledigt ist. Wir haben noch 16 Tage hier zu tun auf den Wiesen. Also ich würde sagen, wir stoppen das Ganze an dieser Stelle und ihr könnt unsere Bewirtungskünste, oh, das wird ja hier immer mehr, unsere Bewirtungskünste in der nächsten Folge sehen. Bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss.